Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Space Engine mit mir, dem Yakinator. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir wieder eine kleine Reise in die Weiten des Universums. Und ich habe mir weiterhin gedacht, dass es doch schön wäre, wenn wir uns nochmal ein schwarzes Löchlein angucken. Und zwar möchte ich dazu auch in eine Galaxie reisen, die ein möglichst großes schwarzes Loch zu bieten hat. Und was wäre da besser geeignet als die größte uns bekannte Galaxie? Und die werde ich jetzt gleich mal suchen. Mal gucken. Ich schaue mal in den Sternkatalog sozusagen rein und gucke mal, ob wir das gleich auf Anhieb finden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie genau jetzt die einzelnen Buchstaben sind. Warte mal, 1101 war das irgendwas, ne? IC? Nennen wir es IC 1101? Genau, IC 1101. Aus diesem Sternkatalog nehmen wir nur mal 1101 und das ist dann die entsprechende Galaxis. Und das ist ein ganz schön großes Ding, ne? Denn die hat einen Durchmesser von 6 Millionen Lichtjahren. Während zum Vergleich unsere eigene Milchstraße einen Durchmesser von ungefähr 100.000 Lichtjahren hat. So, und die Größe der Galaxie ist natürlich auch schön dafür, dass wir uns ein kleines bisschen Zeit nehmen können. Ein kleines bisschen reden können. Ich stelle jetzt schon mal die Beschleunigung ein kleines bisschen nach oben. Mit 1,7 Lichtjahren sind wir jetzt unterwegs. Werden wir natürlich nicht die ganze Zeit sein. Das dauert ja ewig. Wir sind ja immerhin hier noch in der Milchstraße und müssen da erstmal raus. Das heißt, ich werde jetzt mal dreist beschleunigen. Oh nein! Und jetzt habe ich mein Ziel doch glatt verloren. Na, dann werden wir gleich nochmal danach suchen. Okay. So, und da ist ICC, hast du nicht gesehen? 1101. Und zu dieser wunderbaren Galaxie soll es jetzt gehen. So, das heißt, wir hauen jetzt mal richtig den Turbo rein und mit 129 Millionen Lichtjahren pro Sekunde geht es dahin und da ist sie schon. Noch sehr weit entfernt, aber man sieht schon, das ist wirklich eine der etwas größeren Galaxien hier, ne? Die lässt die anderen Galaxien eigentlich eher fast schon wie Sterne erscheinen. Tja, und da fliegen wir jetzt mal rein. Natürlich vergesse ich auch nicht, vorher noch die Sichtgrenze ein kleines bisschen hochzustellen. Jetzt sind wir bei 7, das wirkt ja ein bisschen unspektakulär. Neulich habe ich das mal mit 10 probiert. Mal sehen, ob wir das heute auch hinkriegen. Mal sehen, ob mein Rechner das aushält. Bisher gab es da ja immer leichte Probleme, aber seitdem Space Engine sozusagen in einer weiter fortgeschrittenen Version und auf Steam erhältlich ist, ist das eigentlich kein Problem mehr. Bisher hatte ich noch keine Abstürze. Gelegentlich mal ein kleines Ladepäuschen. Tja, und wie ihr euch erinnert könnt, waren wir auch beim letzten Mal schon in der Nähe eines schwarzen Loches, haben uns allerdings nicht wirklich reingetraut und konnten das schwarze Loch auch gar nicht in seiner ganzen Pracht beobachten. Und das holen wir heute mal nach. So, und schaut mal. Wie gesagt, die bunten Punkte sind immer noch die Galaxien, die jetzt wegfaden, weil das Licht von dieser Galaxie hier alles überstrahlt. So, und da fliegen wir jetzt einfach mal rein. Noch ist ja nicht viel zu sehen, ne? Ist alles so ein kleines bisschen Milchsuppe. Und wir sind aber auch noch 1,58 Millionen Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie entfernt. Ich denke mal, hier draußen wird auch gar nicht so viel los sein, ne? Sichtgrenze 10 heißt auf jeden Fall, in anderen Galaxien, wenn wir da reinkommen, werden wir sofort erschlagen von Millionen von Sternen. Hier ist das alles so ein kleines bisschen weiter gestreut. Das heißt, ich kann auch ohne schlechtes Gewissen einfach mal noch ein kleines bisschen an Geschwindigkeit zulegen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was uns so auf dem Weg begegnet. Vielleicht finden wir auch noch einen schönen Nebel oder ein kleines Sternhäufchen. Aber ganz wichtig, wie gesagt, das brutal große schwarze Loch im Inneren bzw. im Zentrum dieser Galaxis. Inzwischen geht man ja davon aus, dass sich im Zentrum einer jeden Galaxis ein schwarzes Loch befindet. Ansonsten wäre das ja fast gar nicht erklärbar, ne? Wie werden die Galaxien sonst zusammengehalten? Warum sind die Galaxien dann so wunderschöne runde Gebilde? Manchmal gibt es natürlich dann auch diese irregulären Galaxien, wo alles durcheinander gewürfelt ist, aber das ist doch dann eher die große Ausnahme. Und selbst diese irregulären Galaxien haben meistens noch so ein kleines schwarzes Loch mittendrin. Ich muss mal ganz kleines bisschen die Hintergrundmusik runterstellen, sonst verstehe ich meine eigenen Worte nicht mehr. So, ja, und wie gesagt, jetzt fliegen wir da einfach rein. Die Milchigkeit, das wird sich auch noch ein bisschen geben. Und es werden immer mehr Sterne dazukommen. Ihr seht jetzt schon, da hinten sind auch einige größere schon. Beziehungsweise das könnte auch sogar noch eine Galaxie sein. Ja, das ist eine Galaxis. Gut, dann soll uns die jetzt mal nicht stören. Und wir fliegen immer schön weiter. 1,40, na gut, ich lege nochmal einen Zacken drauf, damit wir hier auch in Regionen kommen, wo es auch Sterne gibt. Das wäre ja toll. Bevor wir natürlich ins Zentrum gehen. Wie gesagt, werden wir uns noch einige kleine Sehenswürdigkeiten anschauen. In dieser größten Galaxie, die bisher entdeckt wurde. Und ich glaube auch in Space Engine ist das bisher die größte Galaxie. Ich glaube, die gibt's gar nicht als prozedural generiert. Und ich kann mir vorstellen, dass die Anzahl der Sterne hier minimal geringer ist.
Weil ansonsten vielleicht die Rechenleistung nicht ausreicht oder so. Keine Ahnung. Ja, und dann habe ich natürlich auch entdeckt, dass man hier wunderbar auch noch mit den Belichtungssachen rumspielen kann. Das heißt, wir können die Belichtung so einstellen, wenn wir jetzt irgendeinem hellstrahlenden Objekt entgegenkommen, dann drehen wir einfach die Beleuchtung ein bisschen runter und das, was dann dahinter oder darunter liegt, das wird uns dann dargeboten. Das wird uns auch bei den schwarzen Löchern noch echt eine Hilfe sein. Denn ansonsten sieht man da wirklich nur weißes Strahlen aufgrund der unglaublich hohen Energiemengen, die da wieder ausgestoßen werden aus den kleinen, aus diesen lustigen Jetstreams, die dann oben und unten, ne, also senkrecht zur Akkretionsscheibe meistens herauskommen. So, die Akkretionsscheibe ist ja das Zeug, wo sich das ganze Material, bevor es ins schwarze Loch reinfällt, immer sammelt. Und deswegen sind schwarze Löcher zwar in der Mitte natürlich schwarz, ne? Vom Ereignishorizont, vom Schwarzschildradius an, sind die immer schwarz, weil da das Licht auch nicht mehr rauskommt. Aber drumherum ist dann ein wunderbares Leuchten und Fleuchten, dass es nur so eine wahre Freude ist. So, und ich denke mal, naturgemäß sind dann in den größeren Galaxien, in den massereichen Galaxien, die schwarzen Löcher, die da im Mittelpunkt sind, sind dann meistens auch diejenigen, die dann sozusagen den ganzen Rahmen sprengen. Und je massereicher so eine Galaxie ist, desto riesiger ist dann auch der Durchmesser so eines schwarzen Loches, beziehungsweise die Masse dieses schwarzen Loches. Ich bin mal gespannt, wie schwer dieses schwarze Loch sein wird, was wir hier haben. So, aber ein kleines bisschen können wir die Geschwindigkeit noch erhöhen. Und jetzt sieht man auch langsam, na, es werden ein bisschen mehr Sterne. Vielleicht sieht man auch ab und zu schon mal so ein kleines bisschen irgendwo ein kleines Sternhäuflein. Ihr wisst ja, hatte ich ja erzählt, ne? Das sind die Riesen, die Universalriesen, die ja immer im Universum rumlaufen und dann immer in die Galaxien ihre kleinen Häufchen machen. Wenn sie gerade mal keine ordentliche Örtlichkeit finden. Tja, und da wollen wir uns vielleicht auch noch eins anschauen. Aber da werden wir ein kleines bisschen erstmal ins Zentrum reisen, weiterhin. So, man sieht es ja so angedeutet, ne? Es ist jetzt gar nicht so. Es ist jetzt nicht so auffällig, dass hier irgendwie ein heller Lichtkreis oder Lichtpunkt ist, der uns da hinweist. Nö, nö. Es wird einfach ein bisschen dichter. Und nach kommt dann sozusagen alles in Sicht. Ja, diese schwarzen Löcher, das sind schon so ein paar kleine Dinger, ne? Nicht jeder Stern kann ja zu einem schwarzen Loch werden. Schwarze Löcher sind ja sozusagen die Überreste von Sternen, die ihre Lebensdauer überschritten haben. Und diese Sterne brauchen auch eine gewisse Masse. Ansonsten wird das nichts mit der schwarzen Löcherei hier. Oh, schaut mal. Und hier sind, das könnten eventuell schon entweder Sterne, entweder sind das große, große Sterne mit schwarzen Löchern drin. Wir halten mal kurz an. Ja, das ist ein heller Überriese. Der ist ja so hell und so über. Und das ist ein gelber, zweifacher Überriese. Okay. Entfernung, systemweite 2000 astronomische Einheiten. Also 2000 mal ungefähr so viel wie Sonne, Erde. Dann werde ich mich mal zu dem hier bewegen. Der sieht so groß aus. Gibt es da eventuell auch noch Planeten oder sowas? Tatsache. Und zwar nicht zu knapp, also Planeten gibt es eigentlich nur zwei und die haben dann jeweils noch einen kleinen Satelliten. Oh, schön. Gut, dann werde ich mich vielleicht mal zu einem von diesen, das sind alles eine kalte lakustrische Aquaria und hier ist eine kalte luftlose Mini-Aquaria. Das sind also Meeresplaneten oder gefrorene Planeten mit Wasser, denke ich jetzt mal, würde ich jetzt mal behaupten. Ach, und guckt mal. Das ist ja ein Zweifachsystem und da ist aber noch ein schwarzes Loch drin. Und zwar eins mit 58,938 Sonnenmassen und 8 Satelliten, die dieses schwarze Loch umkreisen. Wie so ein paar Planeten. Ich glaube, das können wir uns mal angucken, ne? Das sind hier auch Temperaturen, die eigentlich relativ angenehm sind. Schaut mal, da ist zum Beispiel eine gemäßigte luftlose Miniterra. Ohne Atmosphäre, aber dafür mit Gestein. Und da können wir doch einfach mal hinreisen. So, dann drücke ich mal auf den G-Knopf. Dann gehen wir mal dahin sozusagen. Ja, also diese schwarzen Löcher können nur entstehen, wenn der Stern, aus dem dieses schwarze Loch entstanden ist, auch eine gewisse Masse hat, ne? Also ich glaube, schwarze Löcher gibt es auch nur mit mindestens 3,2 Sonnenmassen. Da gab es irgendwie so eine Grenze. Denn wenn der Stern leichter ist, dann wird er vielleicht nur zu einem kleinen Zwerg oder verpufft einfach. Beim schwarzen Loch ist es dann so. Der ist dann so massereich. Oh, ach so, wir haben übrigens noch den Zeitvorlauf, deswegen hier auch diese leicht hibbeligen Planeten und Monde, die hier, dann werde ich mal den Zeitlauf wieder ein kleines bisschen normalisieren. So, und das ist ein Zwergmond. Der hat einen Durchmesser von nur 80 Kilometern. Aber okay, jetzt wollen wir erstmal auf diese kleine Minterra. Tja, und wie gesagt, wenn so ein Stern dann schwer genug ist,
dann ist das ja so, ne, der verbraucht ja durch die Fusion, verschmelzen ja die leichteren Elemente zu schwereren Elemente und die schwereren Elemente verschmelzen dann durch Fusion zu noch schwereren Elementen, sofern es möglich ist, ne, sofern Druck und Masse des Sterns ausreichend sind. Und irgendwann geht es dann nicht mehr weiter. Ich glaube, beim Eisen war das dann so, ne? Wenn schön alles zu Eisen verschmolzen ist und nur noch Eisen da ist, dann bringt das sozusagen nichts mehr, die Fusion. Dann erzeugt die keine Energie mehr. Und dann gerät dieses Sternengleichgewicht, was ja immer so viel beschworen ist, aus dem völlig aus dem Ruder, ne? Denn ein Stern ist ja sozusagen, der hält sich ja im Gleichgewicht dadurch, dass durch die Fusion drücken die Kräfte hier nach außen und andererseits die Schwerkraft und durch die Gravitation will die Masse natürlich nach innen und das hält sich irgendwie die Waage. Ne? Aber wenn sozusagen die Fusion so weit abgeschlossen ist, dass sie gar keine Energie mehr bringt, sondern so viel Energie verbraucht, dass nichts mehr übrig bleibt, dann gewinnt natürlich die Gravitation, die sozusagen nach innen drückt, an die Oberhand, ne? Und dann kollabiert sozusagen dieser Stern, stößt noch seine äußere Hülle ganz schnell ab und alles crasht dann sozusagen im Kern zusammen. Ne? Und die äußere Hülle wird dann sozusagen zurückgesprengt, die bounce dann sozusagen da weg und der Rest, der wird trotzdem immer weiter komprimiert, sofern der Stern genug Masse hat. Und das wird so weit gehen, bis es dann in einem schwarzen Loch geendet ist. Beziehungsweise bei etwas leichteren Sternen, die nicht ganz so schwer sind, kann es dann natürlich auch sein, dass daraus ein Neutronenstern, ein extrem massereicher und dichter Stern entsteht, der sich super schnell dreht und auch ganz viele interessante Eigenschaften aufweist. Um die wir uns aber in einer der nächsten Folgen kümmern. Und guckt mal, hier gibt es ja wunderbare Kanäle. Ja, so viel halt zu den schwarzen Löchern. Und das schwarze Loch, das wir jetzt besuchen werden, im Inneren der Galaxie, da ist auch noch nicht ganz klar, wie jetzt diese schwarzen Löcher entstehen. Durch den Tod eines Sterns vielleicht in grauer Vorzeit und dann hat er sich immer mehr Sterne einverleibt und dann haben sich die Galaxien drum gebildet. Das könnte sein. Ne? Ja, und es gibt natürlich auch schwarze Löcher, die sind halt, wie gesagt, nur 3-4 Sonnenmassen groß. Und da gibt es aber auch schwarze Löcher, die haben milliardenfache Sonnenmasse. Alle konzentriert in diesem unendlich kleinen Punkt. Und wenn man dann da reinfällt, ist man hoffnungslos verloren. Wenn man diesen Ereignishorizont, diesen Schwarzschildradius sozusagen übertreten hat, dann ist alles zu spät. Dann können auch keine Signale mehr rausgesendet werden, auch wenn euch so Filme wie Interstellar vielleicht sowas weismachen wollen. Ach so, übrigens, kleiner Disclaimer noch für euch Akademiker wieder. Was ich hier erzähle, ist bestimmt nicht hundertprozentig physikalisch und wissenschaftlich korrekt. Also drückt mal ein kleines Auge zu, beziehungsweise macht einfach die Ohren zu und macht die Augen auf. Damit ihr das schöne Video und die schönen Ausblicke hier genießen könnt, ohne, sag ich mal, verwirrt zu sein von meinen halbwissenschaftlichen Ausführungen. Und vielleicht nochmal ein kleiner Vorbeiflug am Zwergmond. Oh ja, das wäre machbar. Dann können wir den gleich mit unseren Blicken sozusagen ein bisschen voyeuristisch verfolgen. Und aber im selben Augenblick, oh schön, im selben Augenblick in die entsprechende Richtung weiterfliegen. Und dann kriegt man so eine schönen Panoramen hier. Wunderbar. Da möchte man doch gleich mal einen Screenshot machen. Oder auch nicht. Na, mach ich mal ein kleines Screenshotchen? Natürlich. So, okay. Damit ist dem auch Genüge getan. Damit auch schön viele Leute dieses Video anklicken. Das ist ja die Hauptsache. So, und weiter geht's. Jetzt müssen wir uns allerdings wieder ein kleines bisschen mit der Geschwindigkeit nach oben bewegen. Denn wir haben immerhin noch 259.000 Lichtjahre, also die knapp dreifache Entfernung unserer, den knapp dreifachen Durchmesser unserer Milchstraße müssen wir jetzt noch durchqueren, damit wir hier zum Zentrum dieser Galaxie kommen. Ach, und weil hier gar nicht so viele Sterne sind, habe ich mir gedacht, könnten wir doch theoretisch, ja, da ungefähr, ja, da, könnten wir doch theoretisch einfach die Sichtgrenze noch ein kleines bisschen nach oben powern. Ei, dann sieht das noch mehr nach Planetarium aus. Und der Rechner hat wenigstens was zu tun und langweilt sich nicht so. Na gut, nachher müssen wir das Ding aber wieder runterstellen, ansonsten schmilzt mir gleich der Prozessor. Tja, und das könnte jetzt eventuell schon so ein kleines Sternhäuflein sein. Nee, das ist auch nur ein Stern, ein Überriese rot. Na, dann werde ich mal weiterhin zu meiner kleinen Galaxis halten. Oder großen Galaxis in dem Fall. Und ich werde auch schon mal, ich halte jetzt auch inzwischen schon mal Ausschau nach diversen Nebeln, die hier eventuell sein könnten. Ich habe immerhin schon bemerkt, dass es von diesen Riesen anscheinend sehr viele in dieser Galaxis gibt, ne? Hier, die sind echt gut verteilt. Aber es ist wahrscheinlich auch der Gesamtanzahl der Sterne geschuldet, ne? Dass es einfach so viele sind. Da müssen einfach so ein paar von diesen Riesen am Start sein. So, 245. Ja, ich glaube, jetzt können wir die Sichtgrenze wieder ein bisschen runtersetzen. Wir werden am Ende noch so viele Sterne haben. Mehr als genug.
in der letzten Galaxis, durch die ich geflogen bin, waren es dann so viele Sterne, da habe ich gar nicht mehr den Hintergrund gesehen. Da war das wirklich alles nur noch von Punkten bedeckt. Und es ist ja auch immer schön für YouTube, ne? Gerade wenn man dann Videos reinfüttert, die viele kleine Punkte haben, die alle punktgenau gerendert werden möchten. Das hier hinten sieht auch nett aus, ne? Schon fast wie so eine kleine Struktur. Aber ich glaube, das sind jetzt auch bloß mehrere Sternhäufchen zusammen. So, und jetzt nochmal ein bisschen Power. 190, 180. Im Endeffekt wollen wir heute natürlich auch irgendwann mal fertig werden. So, 70, 60, 50. Und jetzt wird es schon so ein kleines bisschen heller wieder, ne? Und wir müssen ab und zu mal Ausschau halten. Wenn der kleine Pfeil kommt, sind wir zum Beispiel schon an der Galaxis vorbeigeflogen. Ach, zum Beispiel. So, dann schauen wir mal. Wo könnte denn hier irgendwas sein? Und ich glaube, ich sehe schon das Zentrum der Galaxie. Das ist hier irgendwo. Da werde ich mich mal hinbewegen. 17.000 Lichtjahre noch, also gar nicht mehr so viel. Ja, und durch diesen Pfeil sieht man dann teilweise schon... Oh, und guck mal, jetzt sind das auch keine roten Überriesen mehr oder sowas. Jetzt haben wir hier schon eine Menge von diesen kleinen Sternhäuflein. Und mich wundert natürlich, dass bisher das Zentrum der Galaxis noch gar nicht so präsent ist, ne? Obwohl es ja, wie gesagt, nur noch 6.000 Lichtjahre sind. So viel wie so eine kleine Zwerggalaxie. Okay, dann werde ich mich aber kurz vorher nochmal diesem Kugelsternhaufen nähern, der auch nur noch ein paar Lichtjahre von uns entfernt ist. So, Galaxis, da ist das Ding. Und da ist der Kugelsternhaufen. Oh, Kugelsternhaufen. Und in diesen Kugelsternhäuflein... Ah, und guck mal hier. Da ist übrigens dann der Kugelsternhaufen, der dann wahrscheinlich das Zentrum der Galaxis beinhaltet. Das Zentrum der größten Galaxis, die wir jemals entdeckt haben. So, und jetzt wird es gleich ein bisschen heller und ein kleines bisschen ruckeliger. Eventuell, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir das auch so hin. Dass wir jetzt so einen kleinen Vorbeiflug einfach mal durch diese wunderbare Sternenansammlung machen. Eieiei. Tja, und so sieht das dann teilweise auch in den anderen Galaxien aus, wenn wir da durchfliegen. Dass halt einfach vor lauter Überschwang die Sterne so doll strahlen, dass uns hier Hören und Sehen vergeht. Bärisch toll, dieses Programm. Und man weiß ja, was einen erwartet, ne? Man kann auch nicht viel mehr machen, als hier rumfliegen und sich alles angucken. Aber es macht trotzdem so einen Spaß. Auch gestern bin ich wieder spontan, habe ich gedacht, ach, ich will mal nur noch mal zu einem Planeten fliegen. Und dann habe ich schon wieder 2 Stunden mit Space Engine verbracht. Holt euch das Ding. Und wenn ihr es euch nicht auf Steam kaufen wollt, dann ladet es euch wenigstens kostenlos von der Entwickler-Webseite runter, die ich natürlich unten auch noch verlinkt habe. Auf Steam kaufen ist natürlich auch eine schöne Option. Da könnt ihr dem einzelnen Entwickler, der das Ganze hier in jahrelanger, mühevoller Kleinarbeit hergestellt hat, könnt ihr dem noch einen Gefallen tun und seine Entwicklung noch ein bisschen weiter finanzieren. Und dafür stehe ich diesmal auch mit meinem Namen. Denn das ist hier echte Qualität. Und wer weiß, was in den nächsten Jahren noch daraus wird. Ne? Ich habe jetzt inzwischen schon so viele Weltraum-Dokus und Ähnliches gesehen, die sich sozusagen auf Space Engine auch so ein bisschen verlassen, ne? Die Space Engine benutzen. Und das ist doch ein tolles Tool einfach. Um so eine Geschichten zu machen. Ne? Wenn ich das jetzt hier alles noch faktisch und mit wissenschaftlichen Gedöns hinterlegen würde, dann könnte ich hier auch meinen eigenen kleinen Space Engine Doku-Kanal aufmachen. So, aber jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. So, wie gesagt, das ist kein einzelner Stern. Das ist auch wieder so eine Sternansammlung, die allerdings auch da ist, weil hier, wie gesagt, so ein super, mega, hypermassives, schwarzes Loch auf uns wartet. Höchstwahrscheinlich. Ich war ehrlich gesagt noch nie in dieser Galaxie. Aber das werden wir gleich herausfinden. So, und die Sterne hier haben natürlich nichts zu lachen, ne? Das werden hier wahrscheinlich alles... hier wird wahrscheinlich Energie herumschwirren, die Leben und andere Planeten vielleicht auch unmöglich macht. Gerade im Umkreis von so einem schwarzen Loch. Das werden wir uns gleich anschauen. So, und jetzt gucken wir schon mal... Ja, und ich glaube, ich habe es gefunden. Jetzt werden wir uns mal ganz langsam heranpirschen. Oh! So viel zum Thema. Wir pirschen uns ganz langsam an dieses schwarze Loch heran. Da haben wir es schon gefunden. Und daran sieht man jetzt übrigens, dass es doch eine sehr, sehr große Galaxie ist. Denn normalerweise füllen diese schwarzen Löcher mit ihrer Akkretionsscheibe, die ihr hier seht, nicht den kompletten Sternhaufen, in dem sie sich befinden, aus. In diesem Fall ist das allerdings anscheinend so. Und nun möchte ich auch gerne mal wissen, meistens mache ich das so, das schwarze Loch ist ja im Zentrum einer Galaxie, das kann man also gar nicht direkt anwählen.
Das heißt, ich müsste jetzt einen von diesen Sternen, die hier eventuell drumherum fliegen, anwählen. Und um zu entdecken, welche Sterne von den Sternen jetzt darum herumfliegen, werde ich einfach mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Und dann sieht man auch schon, dass sich diese Akkretionsscheibe auch tatsächlich bewegt. Und zwar nicht zu knapp. Das sieht jetzt auch ein bisschen verwirrend aus, ne? So ein kleines bisschen optische Täuschung. Aber das ist auch nicht das Letzte, was ihr hier an optischen Täuschungen sehen werdet. Denn so eine schwarzen Löcher sind komische Dinger. Das sieht eigentlich aus, als ob wir uns bewegen und gleichzeitig allerdings das schwarze Loch sich mit uns bewegt. Das ist ja komisch. So, und jetzt haben wir hier diesen gelben Riesen, der hier direkt über der Akkretionsscheibe sich befindet. Ja, und wenn wir das hier sozusagen mal ausklappen, dann haben wir hier diverse Sternenriesen. Riesige Sterne, das sind ja, ich habe das so eingestellt, dass die Sterne in der Originalgröße vorhanden sind. Und beziehungsweise im Verhältnis zueinander die Größe stimmt. Und da sieht man schon die Unterschiede auch, ne? Also markiert haben wir gerade den hier. Das ist einer von den größeren Sternen. Und keiner dieser Sterne, wie wir sehen, hat irgendwelche Begleiter oder Planeten oder irgendwas. Und dafür sind es aber unglaublich viele. Ich würde mal jetzt so sagen, fast 40, 50, 60? Naja, lassen wir es 40 sein. So, und dieses schwarze Loch ist natürlich der Knaller, ne? Das hat nämlich extrem viele Sonnenmassen. Milliarden, sind das Billionen Sonnenmassen? Könnte sein, ne? Ne, Millionen sind 7, 10 hoch 6 sind, glaube ich, eine 1 mit 6 Nullen. Das heißt eine 1 mit 10 Nullen, also 10 Milliarden Sonnenmassen. In dem Fall würde ich jetzt mal glatt behaupten. Wenn nicht, dann korrigiert mich. 10 Milliarden mal 1,044. So, und beim letzten Mal, da waren wir ja schon beim letzten Mal, so Zeitbeschleunigung wird natürlich angeschaltet, damit sich die Akkretionsscheibe auch so schön wie bei Interstellar, diesem tollen Film, dreht. Na, damit das alles so ein kleines bisschen Dynamik bekommt. Und dann werde ich mich mal auf die Akkretionsscheibe bewegen. Und jetzt sieht man schon so ein bisschen, was das schwarze Loch hier anrichtet. Das schwarze Loch ist dreist und krümmt nämlich den Raum. Dadurch, dass es so massereich ist, ne? Krümmt die Raumzeit, wollte ich damit sagen. Je näher wir an das schwarze Loch heranfliegen, desto langsamer vergeht nämlich für Beobachter, die uns beobachten. Also desto langsamer werden wir für die Beobachter. Für uns ist alles normal, aber Leute, die dann von außen darauf gucken, wie wir sozusagen uns auf das schwarze Loch konstant zubewegen, die denken, wir werden immer langsamer und stoppen irgendwann. Und im Endeffekt hängen wir scheinbar hunderte Jahre vor diesem schwarzen Loch herum, weil das Licht sozusagen immer schwerer rauskommt. Und tja, obwohl wir dann irgendwie schon reinfallen. Das ist ganz komisch, ne? Als ob wir eine Zeitreise machen. So, und jetzt werde ich natürlich das machen, was natürlich auch sehr, sehr unabdinglich ist dafür, dass ihr hier Spaß habt. Ich werde mal die Belichtung ein kleines bisschen runterschalten, damit das schwarze Loch auch mal in Sicht kommt. Und schaut mal, was haben wir denn da? So viel Aufwand um so ein kleines schwarzes Loch. Na, sowas. Okay, da bewegen wir uns jetzt mal drauf zu. Wir werden vorher natürlich auch nochmal bei einer dieser Sterne vorbeifliegen, bei einem dieser Sterne vorbeifliegen, die hier anscheinend zu Massen auch in der Nähe der Akkretionsscheibe herumhängen und uns das Ganze mal angucken. Ich glaube, das Leben eines Sterns hier in der Nähe eines schwarzen Loches ist jetzt auch nicht besonders toll. Und wie gesagt, seht ihr diese Linseneffekte hier? Ne? Wie sich der Sternenhimmel hier sozusagen um das schwarze Loch herumwölbt und verzerrt. Tolle Sache. So, und da ist zum Beispiel dieser Stern wird jetzt wahrscheinlich unter der Akkretionsscheibe liegen, wie ich das mal annehme. Yep. Aber vielleicht haben wir ja auch noch ein, zwei Sternchen, die da drüber liegen. Ich denke mal, der hier, der sieht ganz geeignet aus, auf den wir jetzt zufliegen. Oh ja. Nun gut, der ist ein kleines bisschen über der Ebene. Aber man sieht schon, wie sich hier alles verzerrt und verzieht. Und der ist auch relativ schnell. Das heißt, ich pausiere jetzt einfach mal die Zeit, wähle das Ding an und schau mal, was da so geht. Nee, der hat nichts. Keine Begleiter, kein nichts. Ist halt bloß einfach mega schnell. Da das schwarze Loch natürlich auch unglaubliche Gezeitenkräfte verursacht. Ne? Erstaunlich eigentlich, dass dieser Stern nicht auseinandergerissen wird, sondern so auf seiner Bahn weiter dahin fährt. Und wenn ich den jetzt natürlich noch in den Fokus kriege, wäre das total toll. So, dann nehme ich mal den G-Befehl. Dann gehen wir mal einfach dahin. Ach, schön. So, und weiterhin natürlich mit dem tollen Blick. Mit dem tollen Blick auf das schwarze Loch. So, das darf man, das ist jetzt kein sonnengroßer Stern. Das ist jetzt ein Stern, der hat mehrere Sonnenmassen. Zwei Sonnenmassen. Oh, geht ja eigentlich.
ein gelber Riese mit 2,5 Sonnenmassen und ein Durchmesser von 0,07 astronomischen Einheiten. Das heißt, knapp 7,5 Mal oder gut 7,5 Mal den Durchmesser der Sonne. Ja, das ist ordentlich, ne? Und da guckt man natürlich rauf. Der Stern sieht jetzt aus wie eigentlich wie so ein kleiner Planet, ne? Weil ich natürlich die Belichtung so weit runtergehauen habe, dass man hier direkt mal auf die Oberfläche des Sterns gucken kann. Und da sieht man, das sind ja alles diese kleinen Zellen, diese kleinen Konvektionsströmchen und sowas. Wenn wir jetzt die Beleuchtung wieder ein bisschen hoch machen, na gut, erstmal gehen wir weg und dann stellen wir die Belichtung mal wieder hoch. Und dann müsste man irgendwann auch die Korona der Sonne sehen. Und sowieso sieht man dann nicht mehr viel anderes, weil hier seht ihr ja, ist dann schon wieder dieses unglaublich fiese, böse, große, schwarze Loch, was uns alle total verwirrt. Gut, Belichtung wieder runterschalten. Corona habt ihr jetzt gesehen. So, und dann können wir ja mal ins schwarze Loch reinfliegen. Beziehungsweise am Anfang lassen wir das mal sein. Wir fliegen mal nicht ins schwarze Loch rein. Wir versuchen mal direkt daran vorbeizufliegen. Und dann zeige ich euch nochmal, wow. Und dann zeige ich euch nochmal ein paar schöne Effekte, die die krasse Gravitation hier auch auf das schwarze Loch hat. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier so lang fliege, dann hat man durch die Verzerrung des Raumes und der Raumzeit hat man den Eindruck, dass man nicht einfach dran vorbeifliegt, sondern dass man sozusagen davon weggestoßen wird. Wow! Und jetzt fliegen wir sozusagen in eine ganz andere Richtung, obwohl das eigentlich nicht so ist. Wir fliegen weiterhin geradeaus. Durch die ganzen Verzerrungen erscheint uns das bloß so. So, das böse schwarze Loch. Haben wir jetzt immer noch pausiert? Ja, wir haben immer noch pausiert. Das wollen wir natürlich nicht. Dann werden wir mal die Zeitbeschleunigung auf das 1×10^5-fache hochdrehen. Und dann sehen wir, wie es hier wobbelt und wabbelt. Und sich alles schön bewegt und dreht. Wunderbar, genießt das noch einen Augenblick. Denn jetzt wird's spannend. Jetzt werden wir uns in das Innere dieses schwarzen Loches begeben. Mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit. Und dann werdet ihr gleich den Dopplerverschiebung, den Blue Shift sozusagen erleben. Weil das Licht sozusagen hier noch Energie zugeführt bekommt. Wow, wow, wow. Und jetzt sind wir sozusagen da schon reingefallen ins schwarze Loch. Müssen wir erstmal wieder rauskommen. Ich flieg mal ganz schnell raus und dann machen wir das nochmal. Das war jetzt nicht gut sichtbar. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht, Leute. So, also nochmal. Wir wollen ja sowieso, wir müssen zoomen. Machen wir erstmal normal. So, und jetzt können wir uns hier sozusagen auf das schwarze Loch direkt zubewegen. Und dann einfach gucken. Na, no, es ist mir noch ein bisschen zu schnell, ne? So machen wir das, genau. So, dann haben wir jetzt einen wunderbaren Blick gleich, wie das schwarze Loch sich hinter uns schließt, wie wir reinfallen. Huhu, und das ist auch so mit einer dieser gruseligsten Augenblicke bei Space Engine, wenn man dann in das schwarze Loch mit der Geschwindigkeit von 53,1 astronomischen Einheiten reinfällt. Na, und gleichzeitig noch beobachten kann, wie es dann draußen aussieht. Und jetzt sieht man, der Himmel wird blau. Na, das ist diese Doppler Blue Shift. Alles wird blau. Und jetzt sind wir drinne. Und jetzt wird das, was vorher schwarzes Loch war, das wird jetzt zu so einem kleinen lustigen Punkt. Und alles ist irgendwie seltsam. Die Frage ist natürlich, warum fliegen wir da jetzt eigentlich gerade wieder raus? Ich drück doch eigentlich nach vorne. Ach, sind wir jetzt einfach durch oder dran vorbeigeflogen? Das ist ja auch interessant. Dann fliege ich jetzt einfach nochmal direkt rein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Will uns das schwarze Loch etwa nicht aufnehmen? Das finde ich aber nicht nett vom schwarzen Loch. So, jetzt aber. Hui! Und jetzt ist es nur noch ein kleines Pünktchen da hinten. Und ich fliege und ich fliege und ich fliege. Und alles hat sich aufgelöst. Nur noch dieser kleine Punkt am Ende. Das ist unsere Rettungsleine, unser Ausgang. Und ich fliege geradeaus. Immer noch, obwohl man es gar nicht merkt. Denn jetzt ist ja, hier hat alle Physik aufgehört. Hier ist nichts mehr. Gut. Und alles ist schwarz. Voll langweilig. Okay, dann werden wir uns mal hier wieder rausbewegen. Auf dem schnellsten Wege, den wir haben. Das heißt, der Rückwärtsflug einfach. Natürlich mit 100 Metern pro Sekunde ist das etwas schwieriger. Gut, dann werde ich mal die Geschwindigkeit etwas erhöhen. Und ich hoffe, wir kommen hier irgendwann auch wieder raus. Ah ja, wir kommen hier wieder raus. Wir sind ja nicht wie das Licht. Wie das poplige Licht, was da nicht mehr rauskommt. Nö, nö, wir sind ja der Yakinator. Der kommt überall raus und überall rein. Sogar ins Berghain, wenn er will. War zwar noch nie da, aber wäre bestimmt kein Problem. So, und damit hätten wir das jetzt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück.
können die Belichtung auch wieder ein bisschen hochschrauben, damit man nochmal sieht, wie der Maßstab von diesem Ding eigentlich ist hier, ne? Wahnsinn. Das nimmt so viel an Platz ein. Dieses verdammte schwarze Loch. So, und wie das bei Space Engine so üblich ist, schwuppsdiwupps, die ganze, das, alles, was wir während der letzten halben Stunde gemacht haben, haben wir jetzt in einer Sekunde wieder zunichte gemacht. Und dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video von mir mit Space Engine. Macht euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.